Hallo zusammen, ich bin's wieder, die Kiki von Kikis Kitchen und die Pumpkin Spice Saison hat begonnen und deshalb zeige ich euch heute eine ultra leckere Pumpkin Spice Torte. Wir machen jetzt einen Boden, der super saftig sein wird, wo auch ein bisschen Kürbis mit ins Spiel kommt, aber auch Haselnuss, also summa summarum eine richtig leckere Torte mit saftigen Böden und dafür brauchen wir jetzt zuallererst einmal Butter. Die ganz genauen Mengenangaben, die müsst ihr euch jetzt nicht merken, die stehen wie immer unten in der Videobeschreibung. Und die Butter ist jetzt schön zimmerwarm. Die habe ich 2 Stunden vorher aus dem Kühlschrank genommen. Und die kommt jetzt hier zusammen mit weißem und mit braunem Rohrzucker in die Küchenmaschine und wird 3 Minuten lang cremig gemixt. Nachdem ihr die Eier mit dazu gerührt habt, kommt auch schon das Kürbispüree zum Einsatz. Entweder nehmt ihr fertiges Kürbispüree oder ihr nehmt jetzt zur Saison einfach einen Hokkaido-Kürbis, den ihr dann in grobe Stücke schneidet und mit etwas Wasser in der Pfanne zerfallen lasst. Und nach ca. 15 Minuten sind sie dann weich genug, um sie zu pürieren. Anschließend noch ein bisschen auskühlen lassen und dann mit zur Masse geben. Vanilleextrakt habe ich auch schon für den Geschmack mit dazu gegeben. Jetzt kommen aber noch weitere Komponenten und zwar die trockenen Zutaten. Dafür geben wir alles vorab in eine Schüssel und verrühren das. Da habe ich jetzt einmal Mehl, dann kommen Haselnusskerne mit dazu, die gemahlenen, ein bisschen Backkakao, natürlich Pumpkin Spice Gewürz und Backpulver. Und das kommt dann einfach mit zur Masse und dann ist der Teig auch schon fertig. Die trockenen Zutaten dann nur noch so kurz wie notwendig unterrühren und den fertigen Teig in 3 18 cm Tortenringe einfüllen und glatt verstreichen. Den Ofen habe ich schon vorgeheizt auf 180 Grad Ober- und Unterhitze und da wird der Teig für 26 bis 28 Minuten gar gebacken, anschließend vollständig auskühlen lassen und wir nutzen die Zwischenzeit und machen eine richtig leckere Tortencreme. Für die Füllung habe ich mich für eine leckere und frische Mascarpone-Vanillecreme entschieden. Dafür gebe ich hier die Mascarpone in meine Rührschüssel. Vanilleextrakt für den Geschmack direkt mit dazugeben und dann geben wir Sahne mit rein und rühren das mit dem Handrührgerät, dadurch, dass es jetzt eher eine kleine Masse ist, nämlich jetzt nicht die Maschine, sondern das Handrührgerät und rühren das erstmal so, dass es eine homogene Masse wird, also erstmal langsam und dann bei immer schneller werdender Geschwindigkeit komplett steif schlagen und währenddessen Sahne fest einrieseln lassen. Die Mascarpone-Creme, die kommt jetzt kurz an die Seite, falls ihr jetzt noch länger braucht, auch gerne so lange in den Kühlschrank stellen. Wir kümmern uns jetzt um die Buttercreme. Dafür nehme ich hier die mild gesäuerte Butter. Ihr könntet auch die Süßrahmbutter verwenden, das macht hier eigentlich keinen Unterschied, denn wir verfeinern das gleich noch mit gezuckerter Kondensmilch und Vanilleextrakt. Wichtig ist, dass wir jetzt die Butter sehr, sehr, sehr lange schön hell cremig schlagen. Und zwar 8 Minuten lang mit der Küchenmaschine. Das verändert nämlich nicht nur die Konsistenz, sondern tatsächlich auch den Geschmack. Das macht nämlich so ein ganz anderes Mundgefühl. Und warum wir Buttercreme unbedingt für diese Torte brauchen, ist, sie wird ja gleich schön von außen eingestrichen und anschließend auch noch schön dekoriert. Das funktioniert am besten, wenn ihr so eine standfeste Creme wie eine Buttercreme habt. Ein Esslöffel der fertigen Buttercreme habe ich jetzt mit Backkakao braun gefärbt und 2 Esslöffel mit orangener Lebensmittelfarbe ebenfalls eingefärbt. Die braune Buttercreme kommt in einen Spritzbeutel mit kleiner Lochtülle und die orangene Buttercreme in einen Spritzbeutel mit kleiner Sterntülle. Und jetzt geht es an den spaßigsten Teil. Wir fangen an zu füllen und zu schichten. Dafür einmal die Böden hier mit dem Backformmesser lösen. Nehme ich mir gleich schöne drehbare Tortenplatte. Schon mal eine hübsche Tortenplatte für unten drunter. Und dann wird natürlich befüllt mit unserer Mascarpone Vanillecreme. Und als erstes kommt dann eine dünne Buttercremeschicht außen herum. Das dient dann quasi der Krümelbindung. Und anschließend wird dann noch ein zweites Mal verstrichen. Nach dem Kühlen habe ich die Torte dann nochmal mit Buttercreme eingestrichen und ich finde, dieser rustikale Look gefällt mir so ganz gut und hat auch so den herbstlichen Vibe. Und jetzt kommt der Kürbis mit ins Spiel. Man soll ja außen auch sehen, was innen drin steckt. Und dann nehmt ihr euch jetzt die kleine Sterntülle und dann macht ihr da so einen richtig süßen Kürbis. Ich zeige euch das mal. Einmal hoch. Von der Seite auch nochmal hoch. Und mit ganz viel Fantasie ist das jetzt ein Kürbis. Und um den zu vervollständigen, nehmt ihr euch jetzt die braune Buttercreme und macht da so einen Zipfel dran. Fertig. Und diesen Kürbis, den mache ich jetzt unregelmäßig komplett auf die Seite der Torte. Und oben drüber, da solltet ihr jetzt noch ein bisschen Buttercreme übrig haben. Da werden jetzt nochmal so richtig schöne Häubchen aufgespritzt. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr da drüber auch nochmal ein paar Kürbisse aufspritzen. Thank you.
Also ich bin jetzt so richtig in Herbststimmung und ihr könnt mir jetzt mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr dieses Prachtstück findet. So ein paar positive und schöne Kommentare, die würden mich doch freuen. So, und jetzt mache ich natürlich hier nochmal den Anschnitt. Oh, ich bin so gespannt. Ich hatte sie ja schon Probe gebacken, aber es ist immer wieder eine Überraschung. Oh, ich stürze sie jetzt mal. Zack. Und dann probiere ich selbstverständlich noch. Ach, die Böden sind ein Traum. Super, super weich. Och, Leute, es ist ein Herbsttraum. Ich sag's euch, wie es ist. Die Böden sind total lecker. Die Creme passt perfekt dazu. Und dadurch, dass wir eben so viel Bodenanteil haben, muss der auch schön saftig sein. Und genau das ist er auch. Macht's unbedingt nach und schaltet auch ein bei meinem nächsten Rezept hier auf dem Kaufland-Kanal. Tschüss.